Hallo liebe Schüler, in dem Video geht es darum, wie wir eine Spiegelachse konstruieren. Das heißt, es könnte ja doch manchmal auch sein, dass wir den Punkt A und A' gegeben haben. Was ich jetzt hier schon vorgegeben habe, ich habe die beiden Punkte miteinander verbunden. Manchmal wird es ja auch ausreichen, wenn man quasi einfach erstmal A und A' hat, dann muss man das eben erst noch verbinden. So, und wo liegt jetzt bitte die Spiegelachse? Ja, ist eigentlich relativ leicht. Also der erste Schritt, den wir machen, ist natürlich Ur- und Bildpunkt suchen und verbinden. Also wir haben A und A' gefunden und sie verbunden. Warum wir jetzt so ein M einzeichnen, ist relativ leicht. Weil wir wissen ja eigentlich, dass von der Spiegelachse aus, also von dem Punkt hier in der Mitte, wenn wir die Spiegelachse kennen würden, dass es dann genauso weit von hier wie von hier nach hier ist. Das heißt, wir müssen den Mittelpunkt suchen, denn dort muss dann quasi die Spiegelachse durchgehen. Also Strecke halbieren und Mittelpunkt markieren. Heißt nichts anderes wie Geodreieck hinlegen, messen und schauen, wo die Mitte liegt. Anschließend legen wir das Geodreieck mit der Nulllinie hier hin. Warum mit der Nulllinie? Weil dadurch eine Senkrechte entsteht. Und dann fahren wir einfach genau dahin, wo der Mittelpunkt ist. Und schon sind wir bei der Spiegelachse. Das war das vierte senkrechte Zeichnen. Also wir nehmen den Mittelpunkt, weil wir wissen, dass von dem beide Punkte gleich weit entfernt sind. Und durch diesen Mittelpunkt zeichnen wir eine Senkrechte und dann haben wir die Spiegelachse. Das war's schon.